Werner Schuster, Sie sind seit diesem Frühjahr Trainer der Schweizer Skisprungnationalmannschaft. Wie haben Sie sich in der Schweiz eingelebt? Ich habe mich sehr gut eingelebt. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, hat es mir sozusagen relativ leicht gemacht. Ich übernehme eine sehr intakte Struktur bei meinem Vorgänger und es waren schon schöne, abwechslungsreiche Wochen. Ist Ihnen in der kurzen Zeit, in der Sie jetzt in der Schweiz arbeiten, etwas Besonderes, eine Schweizer Eigenheit oder Schweizer Besonderheiten aufgefallen? Eigentlich nicht. Ich habe ja eigentlich erwartet, dem Ruf des Schweizers, dass er eher ein konservativer Bürger ist und mit etwas Vorbehalte vielleicht auf Neuigkeiten reagiert. Das ist mir überhaupt nicht begegnet in diesen Sportlerkreisen. Sie waren vom ersten Tag weg sehr interessiert und haben sich alles angehört und wir hatten bisher aus meiner Sicht eine sehr gute Zusammenarbeit. Das Training läuft seit Ende Mai, Anfang Juni. Wo haben Sie Schwerpunkte gesetzt, beziehungsweise wie hat sich der Trainingsplan bis jetzt gestaltet? Ja, wir haben einmal zuerst versucht, hier keine spektakulären Neuerungen zu bringen. Das war auch nicht notwendig. Es war geprägt von einem gegenseitigen Abtasten, Ihnen zu erklären, welche Schwerpunkte, welche Vorstellungen ich habe im technischen Bereich, im konditionellen Bereich. Aber andererseits sehr, sehr demütig zuzuhören, weil die Leistungen von speziell von Simon und Andreas waren ja bisher ausgezeichnet. Und ja, wir haben uns angenähert, haben gemerkt, dass wir in vielen Bereichen ähnlich denken und haben versucht, unsere Hausaufgaben zu machen, das tägliche Konditionstraining, das Techniktraining und neben diesen Hausaufgaben ein paar gruppendynamische Aspekte gesetzt. Sie stecken also mitten in der Vorbereitung. Wie präsentiert sich nach wenigen Trainingswochen der Formzustand der verschiedenen Athleten? Ja, wir haben ja heuer den Weg gegangen, dass wir das Weltcup- und das Kontinentalcup-Team zusammen trainieren lassen. Wir haben 6 Athleten. Der Unterschied vom besten zum sozusagen schlechtesten Athleten ist nach wie vor sehr, sehr groß. Das ist einerseits ein gutes Zeichen für die Top-Athleten. Simon und Andreas präsentieren sich nach meiner Einschätzung auf einem guten Niveau. Sie sind sehr lernwillig, versuchen ihre Technik auf Top-Niveau zu verfeinern. Zum anderen ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Das zweite Ziel, das es gilt zu erreichen, dass die Mannschaft ein wenig kompakter wird, die jungen Athleten an die Weltspitze zu führen, da haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns. Im August steht der Sommer Grand Prix auf dem Programm. Das ist eine erste Vergleichsmöglichkeit mit anderen Nationen, zu schauen, wo man in etwa steht. Was erwarten Sie vom Sommer Grand Prix? Welche sind die Zielsetzungen auch resultatmäßig? Ja, der Sommer Grand Prix hat einen hohen Stellenwert. Es hat sich aus der Vergangenheit gezeigt, dass man schon im Sommer da vorne dabei sein sollte. Man kann nicht mehr zaubern vom Sommer bis zum Winter. Und das ist natürlich auch das Ziel, speziell für Simon und Andreas, wieder im Vorderfeld mitzumischen. Und wenn es geht, wäre es eine tolle Sache, wenn es auch schon gelingt, von der Mannschaft her ein wenig kompakter dazustehen. Resultatsmäßig auf einzelne Plätze möchte ich mich nicht beschränken, weil wir hatten bisher wenig Vergleichsmöglichkeiten und es ist ein wenig ein Geplänkel. Man weiß nicht genau, wer steckt in welchem Trainingszustand. Aber wir werden den Sommer Grand Prix hochhalten und versuchen, auf jeden Fall vorne mitmischen. Der Auftakt in Hinterzarten ist ein Mannschaftsspringen. Wird die Schweiz eine Mannschaft stellen und wenn ja, in welche Zusammensetzung? Ja, die Schweiz wird auf jeden Fall eine Mannschaft stellen. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, den Weg werden wir beschreiten, dass wir versuchen, auch die Athleten, die noch nicht auf diesem Top-Niveau sind, mit den Top-Athleten trainieren zu lassen, dadurch das Niveau zu heben. Und wir werden mit 4 Athleten in Hinterzarten an den Start gehen. Welche 4 das sein werden, entscheidet sich dann nach dem Kontinentalcup in Oberstdorf, der vom 3. bis 5. August stattfindet, also eine Woche vor Beginn des Grand Prix in Hinterzarten. Werner, besten Dank für das Gespräch und viel Erfolg.